Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Manuel, Mr. Swisszocker. This War of Mine. Ja, die wenigsten werden das Spiel wahrscheinlich kennen. Ja, wie soll man sagen, es ist Kriegssimulationsspiel, ist eigentlich übertrieben, es ist ein Survival Game. Ich finde es ziemlich spannend. Ich will eigentlich nicht lange drum herum quatschen, sondern ich habe hier schon gespielt. Ich habe es auch schon mal durchgespielt. Und ja, wir fangen einfach direkt mal neu an. Man könnte hier seine Geschichte irgendwie machen oder sagen, was man hier haben will, aber ich sage einfach mal zufällig. Ja, bitte. Ja, ohne drum herum zu quatschen, einfach mal loslegen. Tag 1. Ja, von mir kamen ja schon länger keine Videos mehr. Jetzt habe ich wieder Zeit und Bock, vor allem auch hier Let's Plays zu machen. Und ja, ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich versuche mich jetzt hier wieder voll reinzuhängen. Und hier sind unsere drei Startcharaktere. Sehen wir mal, schauen wir mal, was jetzt los ist hier. Ja, hallo. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavle als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno eine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavle ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. So schaut's aus. Ja, hier sind einmal Katja, kann gut feilschen. Hier sehen wir auch hier so die Fähigkeiten von den jeweiligen. Haben wir noch Bruno, er ist ein guter Koch und aber auch leider krank. Und Pavle ist sehr fix auf den Beinen. Dann würde ich sagen, du gehst mal da unten. Nach da unten buddeln. Das ist das erste. Man sollte hier erstmal das Haus, wo wir hier drin wohnen. Warte. Kann man ja durchsuchen. Und hier hat es halt Materialien, die wir brauchen. Wir brauchen Materialien zum Überleben. Hier ist unser Kühlschrank. Momentan ohne Essen drin. Ja. Falls ich hier noch ein bisschen unsicher und so M und so die ganze Zeit sage, tut mir leid, ihr wisst selbst, ich habe schon ewig nicht mehr Let's Played. Ja. Und ich wollte jetzt wieder mal anfangen. Ich hatte gerade Lust dazu. Oh, und jetzt haben wir sogar Essen. Ach, das habe ich noch gar nie gesehen, dass man hier auch so ein Baumhaus haben kann oder hat. Wir sollten wirklich eine Schaufel machen. Wenn der nächste fertig ist, dann baut der erstmal eine Schaufel und ein Bett. Genau. Ja. Wie gesagt, schon ewig kein Video mehr. Ich habe jetzt einfach mal Lust dazu. Ich habe jetzt wieder Zeit auch. Ich denke, ich kann das Ganze hier auch regelmäßig bringen. Und ja. Hoffe, dass ihr weiterhin noch genauso viel Spaß dran habt wie ich. Alles nehmen. Und dann kannst du hier erstmal noch im Baumhaus reingucken. Und du gehst jetzt erstmal eine Schaufel machen. Bett. Ach so, blöd. Ja. Ach, man kann hier gar keine Werkzeuge. Ich glaube, ich kann beides machen. Deshalb erstmal eine Metallwerkstätte. Die baue ich ganz gerne hier jeweils nebenbei. Dann kannst du wieder dahin.
Genau. This War of Mine, das ist in meiner Hinsicht ein sehr unbekanntes Game. Ich bin auch zufällig durch ein Let's Play drauf gestoßen, durch einen Kumpel, der mich darauf hingewiesen hat. Find's eigentlich ganz geil, muss ich ehrlich zugeben. Ist wirklich ein cooles Spiel, wie ich finde. Oh, Verbandszeug. Cool. Von dem her muss ich sagen, eigentlich zu Unrecht unbekannt. Genau, mach du erstmal so eine. Warte. Bett. Ich brauche ein Bett, bevor die Nacht einbricht. Bett herstellen. Kann man das hier hin? Ja, ich kann das dahin platzieren. Ja, renn gefälligst, Mann. Wohin gehst du jetzt? Habe ich dir irgendwas gesagt, du kannst sonst was machen? Lass da hochgehen. Noch mehr Essen, das ist schon mal super. Und kannst du da noch... Oh, zwei Diamanten. Oder Schmuck oder was auch sein soll. Das sieht aus wie Diamanten auf jeden Fall. Falls ich hier irgendwie ein bisschen verwirrt wirke oder so, ich habe es halt schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe heute Morgen ein bisschen warm gespielt, so ein bisschen wieder reinzukommen, aber ja. Ja, Brechstange kann ich auch benutzen, aber ich hätte eigentlich eine Schaufel machen sollen, nicht Dummbatz. Wo haben wir noch? Ja, da, ne? Mach auf. Und eine Schaufel. So, jetzt kannst du schaufeln. Und du, geh mal irgendwie einen Kochherd bauen oder so, damit wir hier nicht verhungern. Dafür brauchen wir 3 Bauteile. Dude, du hast doch eine Schaufel. Was? Mach die Schaufel fertig. Nein, das habe ich so nicht drauf, ne? Ich muss hier mir angewöhnen, dass ich das jeweils die Leute hier anklicke. Wenn ich dich jetzt nochmal neu dahin setze, dann benutzt du auch die Schaufel. Nein, du gräbst einfach von Hand weiter. Du bist zu cool für eine Schaufel. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, es ist Nacht. Ich würde sagen, Bruno ist krank, er legt sich schlafen. Pavla geht plündern und die liebe Katja steht Wache. Jetzt ist Nacht, das heißt, wir müssen plündern. Wir müssen jetzt hier, haben wir 3 Locations, wo wir hin können. Wir müssen uns das halt aussuchen. Geplünderte Tankstelle, das war einer der ersten Orte, wo Menschen etwas geplündert hatte. Da fährt ein N. Als sie aus der Stadt flohen. Ein paar Stunden lang gab es Waffenstillstand, der eine Evakuierung der Zivilisten im gesamten Gebiet ermöglichen sollte. Aber er wurde gebrochen. Viele Menschen starben, doch keine Seite wollte sich für diesen Tag verantworten. Trotz der heftigen Bombardierungen auf das gesamte Viertel ist die Tankstelle noch in einem erstaunlich annehmbaren Zustand. Sie mag ausgeplündert geworden sein, aber sie ist sicher immer noch einen Blick wert. Hat eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, etwas Medikamente, eine Menge Waffen und eine Menge Teile. Dann haben wir Kirche der Heiligen Maria. Die Kirche der Heiligen Maria ist immer noch der Treffpunkt der Einheimischen. Ich nehme an, dass HL heilig heißt. Nicht sowas. Pfarrer Oleg ist dafür bekannt, wohltätige Arbeit zu leisten und den Armen Unterschlupf zu gewähren. Vielleicht hat er etwas zum Verschenken oder Tauschen. Sakristei und hier hinter der Kirche ist verwüstet und verlassen. Wir können dort einige nützliche Materialien finden. Etwas Lebensmittel ist dort, eine große Menge Materialien, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile, möglicher Handel.
wurde ja hier schon angedeutet. Und Vorsicht ist geboten. Das heißt, das sind Leute, die uns eventuell verkloppen wollen. Ruhiges Haus. Diese Wohnsiedlung ist nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend. Kleine Häuser mit Veranden, Garten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind immer noch bewohnt. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile. Da hier immer noch Leute leben und hier steht Vorsicht geboten und hier nichts, will ich eigentlich erstmal zur Tankstelle. Weil es gibt ja auch andere Menschen, KI, und zum Beispiel steht Vorsicht ist geboten. Wie gesagt, das können Leute sein, die uns verkloppen wollen, die uns erschießen, die uns ausrauben. Aber bei Ausrauben, nee, die killen uns einfach. Die machen einen kurzen Prozess. Deshalb gehen wir zur geplünderten Tankstelle. Ich nehme das die Brechstange mal mit. Kann man immer brauchen, um Türen aufzubrechen, logischerweise. Und dann haben wir hier die geplünderte Tankstelle. Schaufel hätte ich gebrauchen können. Na, wurscht. Nehmen. Wir haben hier auch die Möglichkeit zu schleichen. Mit Rechtsklick rennt er. Macht halt ein bisschen mehr. Ja, ist halt ein bisschen lauter. Oder er kann auch schleichen, was er jetzt macht, mit Linksklick. Oh, toll. Also, das hat hier Zigaretten, Tabak und ja. Ich würde sagen, dann buddel mal fleißig drauf los. Müssen wir auch aufpassen, jeweils, wenn wir in Gebiete gehen, wo auch Leute sind. Das Ganze, was wir hier machen, wie ihr seht hier, die Druckwelle, das gibt einen Ton von sich, logischerweise, wenn hier was zusammenbricht. Und wenn jetzt hier irgendwo Leute stehen würden, in diesem Bereich, dann würden die auf uns aufmerksam werden. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Es gibt allerdings Leute, die sind friedlich. Die wollen uns nichts. Oder greifen uns erst an, wenn wir den Sachen klauen. Es gibt auch Häuser, die besetzt sind. Wo Leute noch wohnen. Vor den Häusern, wenn es solche Symbole hat, mit der offenen Hand, dann kann man da Sachen nehmen. Sorry, das Telefon hat gerade geklingelt. Kann man da die Sachen ohne Bedenken nehmen, wenn sie hier eine offene Hand. Wenn es aber eine andere Hand, ein anderes Symbol hat, was wir sehen werden, dann sollte man aufpassen, dass man entweder nicht gesehen wird, wenn man das einsteckt, oder es liegen lässt. Weil, wenn die Leute das merken, gibt es auf die Fresse. Und wenn er dann Pech hast, dann ist er tot. So, das hat uns nichts wirklich gebracht. Jetzt können wir aber ins Haus rein und plündern. Da hier niemand wohnt, ist es eigentlich wurscht, ob wir hier plündern oder nicht. Weil man muss auch achten auf den Geisteszustand der Leute. Oh. Zucker. Besser als im Buch. Hier seht ihr. Da ist irgendetwas. Jetzt gucken wir mal. Da seht ihr, das sind Ratten. Da braucht ihr euch nicht drum zu sorgen. Das sind einfach nur Ratten. Keine Leute, die euch etwas wollen. Medikamente. Wir werden auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Weil wir können nicht alles mitnehmen. Wie kommst du da hoch? Ach so. Und auf dem Dach ist dann noch mehr. Ich werde trotzdem mal gucken, ob es hier noch Sachen gibt, die wir stacken können. Schon mal nicht. Ich gucke sicherheitshalber trotzdem noch durch die Türen durch. Die verschlossen ist. Kommst du darüber? Und man sollte auf die Zeit achten. Also wir haben jetzt 1 Uhr morgens. Man muss zu einer gewissen Zeit wieder zurück sein. Also zurück, einfach am Ausgang. Weil sonst riskiert man, dass man am Tag zurücklaufen muss. Und naja, erstens ist dann der Charakter eine Weile unterwegs.
bis er wieder zu Hause ist. Und es besteht Verletzungsgefahr. Der Charakter kann verletzt werden. Falls ich euch irgendwie zu sehr spoilere, dann schreibt es mir in die Kommentare. Auch wenn ihr es jetzt schon wisst. Aber ich denke, das Spiel kennt praktisch niemand. Und ich denke, es macht es leichter zu verstehen, wenn ich hier ein paar Sachen erzähle. Lässt sich nicht öffnen. Ach, von der anderen Seite her. Ich bin jetzt extra hier rüber gelaufen, weil ich dachte, das ist von dieser Seite her blockiert. So, jetzt können wir raus. Und wir könnten auch hier rüber uns verziehen. Aber da wir wissen, da hier nur Ratten rumlaufen, können wir jetzt auch mal rennen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurückkommen, wenn nicht sogar noch ein drittes Mal. Ich weiß nicht, wie du dorthin kommen sollst. Wie wär's mit außen rumlaufen? Da, so. Machen ihr mal auf, dass wir, wenn wir hier nächstes Mal rüber müssen, nicht das auch noch aufmachen müssen tun. Müssen tun, egal. Machen die erstmal auf. Und dann gehst du mal runter. Hier ist nämlich auch noch was. Hier ist ein Schrank. Wir bräuchten ein Sägeblatt. Ja, ist ein bisschen doof. Man kann zum Teil die Sachen nicht mehr stacken. Essen. Viel Essen. Das tut mir jetzt leid, aber ich brauche das Essen. Ich brauche das Essen dringender. Wir müssen nochmal zurückkommen. Ich sag's gern nochmal. So, jetzt rennen zum Ausgang. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wann Tag wird. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Pavle ist zurück. Tag 2. Ja, heute Nacht haben wir gute Beute gemacht. Nächste Nacht wahrscheinlich auch wieder. Hier sehen wir noch mal was zurück, was wir bekommen haben. Diese Nacht war ruhig. Es kann nämlich auch passieren, dass wir in der Nacht überfallen werden. Darum stellen wir Wachen auf, die das Ganze verhindern. Katja, tut mir leid, dass du müde bist, aber du gehst da erstmal buddeln. Wir stellen noch ein zweites Bett her. Ja, zum Glück hast du eine Schaufel, ne? Und jetzt benutzt du sie plötzlich auch. Was ein Zufall. Ja, du könntest Ruhe vertragen. Das Problem ist, Bruno ist krank. Und der Pavle baut sich gerade ein Bett, um auch zu pennen. Die Katja wird wohl nochmal diesen Tag durchstehen müssen. Oh, Medikamente. Das ist immer gut. Du gehst jetzt da unten auch mal aufmachen. Pavle, leg dich hin. Die Katja macht das schon. Weil, ich will mit Pavle, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, wieder auf Beutezug. Eigentlich. Und wenn er eben müde ist, dann ist er nicht so schnell. Jetzt sagt ihr ja, da ist aber ja gar niemand. Ja, das kann gut sein. Aber es kann eben auch sein, dass dann plötzlich irgendwo Leute sind, die einem ans Leder wollen. Und darauf habe ich keine Lust, dass ich jetzt schon abrecke. Weil das Ziel von diesem Game ist eigentlich, den Krieg zu überwinden.